heute mutig und deshalb gibt es eine Challenge, bei der ich in der Vergangenheit schon mal ordentlich ins Schwitzen gekommen bin. Es ist die Challenge, bei der ich mir damals gedacht habe, warum zur Hölle tue ich mir das an? Wie komme ich auf so eine Scheiße? Und das ist doch Grund genug, sie jetzt, nach all dieser Zeit, noch einmal zu wiederholen und zu schauen, ob ich mich dieses Mal genauso furchtbar anstelle wie letztes Mal. Und damit willkommen zur Inverted Black and White Upside Down No Mistake Challenge auf Zeit. Und ich weiß jetzt schon, dass das eine furchtbare Idee sein wird. Ja, ich kann nicht fassen, dass ich das tatsächlich ein weiteres Mal mache. Denn beim letzten Mal bin ich nicht nur dezent verzweifelt. Oh Gott, 10 Sekunden, Kaste. Ich sterbe, sondern habe am Ende auch noch dieses klägliche Ergebnis hervorgebracht. Ich sitze jetzt tatsächlich vor meinem umgedrehten, invertierten, in Graustufen gestellten Bildschirm. Das, was ihr hier seht, ist, was ich gerade sehe. In diesem Setting soll ich nun einen Sim erstellen. Im Gegensatz zum letzten Mal habe ich die Proportionen einfach vom Standard-Sim übernommen. Was wir aber noch einstellen und wo ich jeweils eine Minute Zeit haben werde, ist einmal das Outfit, sprich Oberteil, Unterteil und Schuhe und dann noch einmal Haare, Accessoires und Make-up. Also diese beiden Kategorien haben wir heute. Da haben wir jeweils ein Minütchen Zeit. Da werde ich einen schicken Timer stellen. Auf meinem schicken, richtig angetouchten Handy. Perfekt. Oh Mann. Das wird mein eigener persönlicher Untergang. Aber ich liebe es ja scheinbar, mich auf diesem Kanal immer selbst zu foltern. Und das ist die ultimative Züchtigung. Oh mein Gott. Ich wollte gerade die Maus bewegen und dachte mir so, warum fährt die in die falsche Richtung? Das ist halt dieses Mal noch der doppelte Mindfuck. Also mein zweiter Bildschirm ist voll normal. Und dann habe ich hier so Sims offen und da ist alles so... Und dann würde ich sagen, wechseln wir gleich schon mal in die Kategorie für Outfits. Das darf ich nämlich tatsächlich noch voreinstellen. Und da wir No Mistake haben, ist es auch ein einziger Klick, den ich machen darf. Also sobald ich irgendwie ein Outfit angeklickt habe, ist das auch gewählt und ich kann es nicht mehr ändern. Man kann hier schon sehen, man sieht gar nichts. Aber das will ich dieses Mal nicht so 100.000 Mal sagen wie im letzten Video. Ich erkenne nichts. Danke für diesen Input, Lunaria der Vergangenheit. Und ich würde sagen, es bringt nichts weiter, um den heißen Brei rumzureden. Ich kann meinem Schicksal hier sowieso nicht entgehen. Ich habe mir diese Challenge aufgeheißt und nun muss ich sie auch machen. Und deshalb würde ich nun sagen, oh Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Ich werde wieder so versorgen. Aber ja, without further ado, oh Gott, starten wir jetzt den Timer in 3, 2, 1. Was los? Okay, ich habe jetzt eine Minute Zeit, um hier ein gutes Outfit für sie zu finden. Ich habe noch keine Ahnung, welchen Stil sie anziehen soll. Ich würde sagen, wir nehmen irgendwas, wo man nicht so viel falsch machen kann, aber auch nicht was, was ich eh immer nehme. So ein Hemd sieht doch gut. Oh Gott, stimmt, ich habe ja nur Mistake, das heißt, ich muss das jetzt nehmen. Ich habe einmal drauf geklickt. Ja, so eine Variante, die gut aussieht. Das sieht aus, als wäre es... ich nehme einfach mal das. Das ist jetzt ein bisschen heller, als ich Sims normalerweise anziehen würde. Aber es ist mal was anderes. Ich will ja sowieso nicht immer so gleich aussehende Sims erstellen. So, dann machen wir hier nochmal den Inhalt auch auf Custom Content und dann geben wir da noch so eine schöne Hose dazu. Oder vielleicht einen Rock. Meint ihr, da könnte ein Rock drunter passen? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne kurze Hose. Ich hätte tatsächlich gerne kurze Hose. Und ich finde es toll, dass mein Bildschirm gerade schwarz geworden ist, sodass ich nicht sehe, wie viel Zeit ich noch habe. Ich will eine kurze Hose. Ich will eine kurze Hose. Ich will eine fucking kurze Hose. Gib mir eine kurze Hose. Warum kann ich nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, dass die nicht dazu passen wird. Ich weiß, dass sie nicht dazu passen wird, aber sie bekommt jetzt die hier. Und dann ganz schnell noch Schuhe. Nein! Shit. Ja, ich hätte vielleicht davor meine Bildschirmhelligkeit ein bisschen verlängern sollen. Ich konnte jetzt nämlich nicht aufs Handy schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Und jetzt ist irgendwie die Minute um. Und sie hat keine Schuhe. Und keine Socken. Gar nichts. Ich meine, sie ist der ultimative Freegan. Sie liebt es einfach, barfuß durch die Welt zu spazieren und, ja, hat sie nicht sogar durch Zufall noch irgendwie so ein Merkmal bekommen, das dazu passt, zu Freegan und
ja, sie ist eine Hunde- und Katzenfreundin, sehr naturverbundener Sim. Sie hat ja auch irgendwie so Kuratorin. Sie liebt es, sich mit Mutter Erde verbunden zu fühlen. Und Fußfetischisten lieben sie. Okay, oh, Verzweiflung, Verzweiflung incoming. Ich habe keine Ahnung, was ich da produziert habe. Ihr Outfit passt halt auch so überhaupt nicht zusammen. Aber es ist so kacke, da irgendwas zu erkennen. Ich meine, macht diese Challenge bitte mal. Macht sie einmal und sagt mir, dass es nicht absolut grauenvoll ist. Okay, ich würde tatsächlich, weil ich jetzt wieder gesehen habe, wie kurz so eine Minute tatsächlich ist, es nochmal gern splitten. Aber davor will ich hier meine Bildschirmhelligkeit verlängern. Ich habe einfach das Outfit verkackt, was so das Wichtigste ist. Warum habe ich nicht mit den Haaren angefangen? Ich hasse mein Leben. Ich war in Challenges schon immer so scheiße. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand schon so lange dabei ist, dass er die ganzen alten Challenges gesehen hat. Aber ich war in denen einfach eine Katastrophe. Meine Sims haben immer ausgesehen wie straight aus der Mülltonne. Der nächste Timer wird nun läuten für Haare und Kontaktlinsen, welche andere Augen geben möchte. Das wird auch tricky, in diese Kategorie überhaupt zu kommen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt los. Okay, also wir gehen zu den Haaren. Oh Gott, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich bin so dumm. Okay, wir stellen mal Custom Content ein und dann scrollen wir uns jetzt mal durch. Die erste Frisur, die mir irgendwie so ins Auge springt, die sie bekommen wird. Die erste Frisur, die mir ins Auge springt. Warum eigentlich nicht so ein paar, oh Gott, so ein paar Zöpfchen? Und die Haarfarbe, die sie bekommt, wird die hier sein. Ein bisschen was Dunkleres zu ihrem Ansonsten. Ansonsten sehr hell im Outfit. So, und jetzt muss ich bei dieser schlechten Ansicht rausfinden, wo ich hin muss. Okay, nein, ich muss zum Make-up. Ganz unten hin, zur Gesichtsbemalung. Und da bekommt sie jetzt Kontaktlinsen und ich kann nicht mal sehen, was da Kontaktlinsen sehen. Okay, das sieht mir doch sehr nach Fuck aus. Seid ihr Kontaktlinsen oder seid ihr keine Kontaktlinsen? Das sind doch bestimmt Kontaktlinsen. So. Ja, das waren Kontaktlinsen. Und dann würde ich sagen, bin ich sogar noch innerhalb der Minute. Das war der Timer. Okay, wir haben ihr Haare gegeben, wir haben ihr Kontaktlinsen gegeben. Mein Sold ist erfüllt. Und damit gehen wir nun zu Accessoires und Make-up. Mein Traum wäre es, ihr Wimpern zu verpassen. Das habe ich letztes Mal kläglich versucht. Sehr kläglich. Aber heute wird es besser. Ich bin zuversichtlich. Ich laber heute auch weniger und finde dafür mehr. Also zumindest ist es in meiner Vorstellung so. Beim Schnitt werde ich mir wahrscheinlich denken, what the fuck. So, und bevor ich jetzt wieder den ganzen Mut verliere, ich glaube nicht wirklich, dass ich das jetzt schaffen kann. Ich bin zuversichtlich. Ich werde Wimpern bekommen. Und eventuell kriege ich auch noch ein bisschen Augen-Make-up hin. Für alles Weitere will ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, und da würde ich sagen, starten wir jetzt auf diesen Timer. So, und jetzt auf der Suche nach Wimpern. Wimpern sind bei Brillen und relativ weit unten. Oh Gott, hier haben wir doch mal Wimpern. Ich weiß nicht, welche sie bekommt. Ich gebe ihr einfach mal die hier in der Mitte. Das sieht doch ganz gut aus. Brauchen wir nicht unbedingt eine Kette, könnte ich ihr doch noch geben. So, vielleicht so irgendwas Joker-mäßiges. Joker geht immer, vor allem wenn man irgendwie so sowas Hemdmäßiges anhat, so wie sie hier. Gerade wenn ich denn nur einen finden würde, ich habe 100.000 Joker hier. Du kannst mir nicht sagen, dass ich jetzt keinen finde. Ich will doch nur einen Joker haben. Doch, komm, ich gebe einfach mal das hier in der Farbe und dann, scheiße. Und dann bekommt sie... Nein, ich habe die Wimpern entfernt. Nein. Oh Gott, zurück, zurück. Ich darf rückgängig. Ich darf. Nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich habe gerade keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich dürfte das eigentlich gar nicht. Nein. Und dann bekommt sie einfach noch hier irgendwie das in der Farbe und... Ich Stress, sterben. Nein, ich wollte doch noch auf irgendeinen Lippenstift klicken. Das hat doch so gut angefangen. Okay, eigentlich hat es gar nicht gut angefangen. Eigentlich hat es voll scheiße angefangen. Aber es hat gut im Mittelteil funktioniert. Und wenn ich es noch geschafft hätte, hier drauf zu klicken, anstatt hier auf die Leiste, dann hätte es jetzt auch noch so einen Lippenstift gehabt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich so midway da gemacht habe. War das überhaupt rückgängig? Ja, es war rückgängig. Aber ich habe, glaube ich, irgendwas anderes rückgängig gemacht, als ich wollte. Also keine Ahnung. Ich habe irgendwas mit dem Auge gemacht. Ich bin einfach zu dumm für diese Welt. So,
aber es führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns jetzt unser grauenvolles Ergebnis ansehen. Nochmal kurz zum Vergleich, das haben wir letztes Mal produziert. Was glaubt ihr, wird es heute besser oder schlechter als letztes Mal? Ich habe schon eine ziemlich eindeutige Meinung. Ich glaube, unser Ergebnis heute wird einfach dreimal so furchtbar sein. Vielleicht hätte ich es auch doch lassen sollen, diese Challenge nochmal aus dem Grab zu beleben. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee gewesen. Aber wenn ihr mich kennt, wisst ihr, gute Ideen sind nicht gerade meine Stärke. Und deshalb schauen wir jetzt, was wir hier gemeinsam fabriziert haben. Ich mache mal wieder die Augen zu und wage es bei 3, sie zu öffnen. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht möchte. Können wir nicht einfach ignorieren, was ich gemacht habe und ich dump das und das Video kommt niemals online? Nein? Okay, gut, dann würde ich mal sagen 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, ich liebe ihre Haare. Ich liebe ihre Haarfarbe. What the fuck? Oh mein Gott. Das sieht... Okay, wir ignorieren, dass sie keine Schuhe an hat. Das sieht besser aus, als ich dachte. Was zur Hölle? I mean... Sind ihre Haare nicht voll geil? Ich liebe diese Haarfarbe. Ich liebe ihre Frisur. Und... Tatsächlich mag ich auch ihr Oberteil. Ich meine, die Hose passt jetzt wirklich nicht ganz so gut. Ich finde dieses Blau zu kräftig. Aber wenn das irgendwie so ein matteres, also was heißt matt, so ein entsättigteres Blau gewesen wäre, oder so ein Grau, dann hätte ihr auch richtig gut dazu gepasst. Gut, über den Joker lässt sich streiten. Der passt so gar nicht dazu. Ich mag auch ihre Augenfarbe. Die Wimpern sind grauenvoll. Ich sehe erst jetzt, dass sie blonde Wimpern hat. Und... Tatsächlich passt der Lidschatten auf eine sehr weirde Art und Weise dazu. Also sie ist auf jeden Fall vom Stil her sehr experimentell und mutig. Das muss man ihr lassen. Ach Gott, es erregt mich einfach so auf, dass sie keine Schuhe hat. I hate it. I hate it. I hate it. Genau in dem Moment hatte ich den Timer halt noch nicht so, dass ich ihn sehen konnte. Aber es hilft nix. Das ist jetzt so. Das haben wir produziert. Damit müssen wir leben. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, wie findet ihr, habe ich mich geschlagen? Habe ich diese Challenge bestanden? Habe ich diese Challenge nicht bestanden? Ist es ein Sim für den Komposthaufen? Oder sagt ihr, gut, man kann damit arbeiten? Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Meinung. Ich bleibe dabei. Oberteil und Haare, ja. Rest? Nee, vielleicht dann besser doch nicht. Der Lippenstift wäre es übrigens geworden. Ich hätte einfach mal so drauf geklickt und das ist gut, dass ich es nicht gemacht habe. Da hat mich tatsächlich das Schicksal einmal vor etwas Furchtbarem bewahrt. Soll auch mal vorkommen. Auf jeden Fall war es das auch schon wieder für dieses Video. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn das Ende katastrophal war, dieses Endergebnis. Aber wenn euch das Video dennoch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist wie immer auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Tschüss!